Meine lieben Freunde auf YouTube, willkommen zu Pokémon Wohin Genau. Denn wohin genau es geht, das weiß niemand so richtig. Aber ihr entscheidet. Der Chat wird heute mehr oder weniger entscheiden, wohin wir gehen. Wir spielen Pokémon Emerald Rogue. Ein Spiel, was mir schon 1000 Milliarden Mal von euch empfohlen wurde. Ähnlich wie PokéWoods, ein sehr cooles Roguelike-Pokémon-Spiel. Nur soll es um einiges besser sein und neuer und so weiter. Und dementsprechend dachte ich mal, wir packen das Ding einfach aus und zocken es heute zusammen. So, den Chat blenden wir auch noch ein, zack, damit ihr euch seht, wer ist denn alles am Start. Alter Fabi, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine 8-Monats-Mitgliedschaft. Ich küsse dein absolutes Ehrenherz für den super lieben Support von dir. Dankeschön. Und Billy natürlich auch Dankeschön an dich für die 10 Monate. So, geil wieder Höhen. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Spiel eine Art Region hat oder ob es eine komplett eigene ist, beziehungsweise was ganz anderes. Ich glaube, es wird eher was ganz, ganz anderes sein. Leute, haut schon mal richtig fett den Daumen hoch für Pokémon Emerald Rogue an diesem wunderschönen Samstagabend. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf hinacken und wir gehen rein. Pokémon, wohin genau? So, die Optionen könnten wir noch verändern und zwar von Text, Speed, von Slow zu Instant, Battle Scene on, Battle Style Set. Yes, Set ist cool. Mono. Bam. Amazing. Gut. Dann hätte ich gesagt, gehen wir rein in die Challenge. Freunde, wie gesagt, wäre nice, wenn ihr die Challenge liken könntet, beziehungsweise ne, den Stream, das Video, was auch immer. Um den Luxi wieder ein bisschen zu pushen. Dragon's Port of Death, ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich bei dir für den 37. Monat Mitgliedschaft. Dankeschön, Leute, ihr helft mir wirklich krass aus mit diesem Mitgliedschaft. Wirklich, wirklich, wirklich. Herzlichen Dank. So. Hello, this is what I call a Pokémon. Okay. Oh, warte mal. Wir können verschiedene Charaktere wählen. Okay, wir können Rot oder Grün nehmen. Oder Mai oder Brandon. Ja, ich würde sagen, wir nehmen ihn hier, oder? Wir spielen Emerald, von daher. Oh lol, wir können sogar die Hautfarbe ändern. Aber können wir Glatzen machen, though? Das ist die einzig wahre Frage. Ich glaube nicht. Ja, ich bin leider nicht braun, Leute. Was soll ich euch sagen? Mein Teint ist Kellerbräune. Oh, wir können sogar Kleider ändern. Das ist ja cool. Okay, das ist das Standard. Ich meine, Standard sieht schon ziemlich sick aus, muss man sagen. Rot-Orange wäre auch mal was. Blau-Weiß ist auch ziemlich cool. Man verliert so ein bisschen Kontrast von den Haaren, aber... Ne? Gelb. Was? C? Meint ihr C, B, D? CBD? What? Also ich bin entweder für B oder für C, Guys, ganz ehrlich. Shoto! Dankeschön für die 19 Monate und Schnoppenmoppets, dankeschön für die 38 Monate. C, C, B. C, C. Okay, sehr viele wollen blau. Gut. So, this is your avatar. Can be changed later. Okay. Now, what is your in-game name? Gut, dann machen wir mal. Diesen Namen. Sefi. Bam. Yes. Einfach Sefi. Oh ja. Ah, okay, Sefi. I'll be waiting for you in my lab. Du willst, dass ich dir auf den Schoß sitze? Was? Was zum Teufel? Boah, Digga, jetzt hätte ich fast einen bösen Joke gerissen. Oh boy.
fast den bösesten Joke gerissen, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen too soon. So, Freunde, ihr merkt wahrscheinlich noch, dass meine Nase ein bisschen zu ist. Das liegt daran, dass ich gestern krank war, weswegen ich nicht gestreamt habe. Aber jetzt bin ich wieder einigermaßen fit, von daher alles fresh. Well, we're here. The Pokemon Hub. Sorry again for making you sit in the back with all the supplies. I'm sure you're raring to go. But first, you should go speak to Prof. Warte mal, du... Ach so. Ach, du bist dieser, Typ, ne? Welcome to Emerald Rogue EX. It's in the game. Version 132A. The regional update. Ludi, dankeschön für die 21 Monate. So. Always remember to download from the official sources. Hell yeah. Am besten von Nintendo, nicht wahr, meine Freunde? The Pokemon Community posted by Pokebee. Or Discord. Digga, the amount... Der Amount of Werbung. Okay. Oh, wir haben schon die Turbo-Treter. Ist ja mega entspannt. Okay. Wo gehe ich denn jetzt nur hin? Okay, wir haben keine Items. Alrighty then. Dann gehen wir mal rein, oder? You should go and speak to the prof first. Ach so, da ist... Hier ist nicht der Prof, oder wie? Was ist denn hier? Was ist denn hier jetzt einfach drin? Adventures await beyond this point. Okay. Okay, wo gehe ich denn jetzt rein? Ich weiß nicht, wo der Prof ist. Aber er ist eine coole Socke. Config Lab. Ah, Professor Birch Lab. Okay. Schwierigkeit kann man anpassen. Ah, okay. Zephy, you finally made it. I assume you're... Ich nehme an, du willst... dich juckt's geradezu, um auf Abenteuer zu gehen. Hier, ich habe ein paar Pokémon gefangen. Nimm welches auch immer du willst. So, jetzt ist die Frage, sind die auch schon randomi? Wow. Tangela. Ich will nicht Tangela und auch nicht Torkoal. Gib mir ein gutes Mon, ey. Was ist das denn hier? Ich nimm Maripoder. Ha, kommt halt drauf an, was diese Viecher für eine Fähigkeit haben. Wenn Torkoal Sonnentag hat, nehme ich auf jeden Fall das Ding hier. Wenn es nicht Sonnentag hat, dann nehme ich auf jeden Fall das Ding hier. Obwohl, Belebekraft... Tangela ist auch sick, oder? Ist auch sick. La 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 la. Was meint ihr denn nur? So, King C. Dankeschön für die 30 Monate. Und Basti, dankeschön für die 40 Monate. Und Chixen, dankeschön für die 15 Monate. Let's flipping go. Vielen, vielen Dank für den Support, Leute. Wirklich. For real. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Eure ganzen Memberschaften hier auf dem Kanal sind so, so hilfreich. Ich habe keine Ahnung, Leute. Wirklich. Das macht es mir als YouTuber sehr viel einfacher, Content für euch zu erstellen. Voltilam, schreibt der Neox. Endo will Kurtel. Der Benjamin will Voltilam oder Kurtel. Okay, ich nehme einfach Voltilam. Oder nicht? Tangela wegen Leech Seed? Das Ding ist, normalerweise wären Elektro-Pokémon oder auch Feuer-Pokémon wesentlich seltener als Pflanzen-Pokémon. Aber natürlich nicht in Emerald Rogue, denn hier ist alles random. Schätze ich mal. Naja, komm. Dann nehmen wir Kurtel. Erstens, weil Kurtel schon ein komplett entwickeltes Pokémon ist. Zweitens, wenn es Sonntag hat, pretty OP.
Und die anderen beiden müssen sich noch entwickeln. Ich nehme Torkoal jetzt. Wie nennen wir das Ding? Weiß jemand im Chat oder soll ich was ausdenken? Wollen wir Fantasienamen geben oder Leute im Chat? So, wir machen immer einmal kein Kanalmitglied, einmal Kanalmitglied, okay? Und einmal Fantasie. Immer abwechslungsweise. So. Okay, wir beginnen mit Kalerik. Kalerich. Habe ich das richtig geschrieben? Wäre gerne eine Schildkröte. Jawohl. Okay, das ist das Nicht-Kanalmitglied. Das nächste Pokémon ist ein Kanalmitglied und das dritte Pokémon ist ein Fantasienamen, den ich mir ausdenke. Und dann rotieren wir so durch. I also threw some items and the Pokédex in there too. Okay, wir kriegen 5 Pokebälle. Das heißt, wir müssen die Pokémon fangen tatsächlich auch. Okay. Ja, ich würde gerne wissen. Okay. Pokémon and trainers you encounter will also change. When you finish your adventure, you will be escorted back to the hub. And we will restore your bag and Pokémon back to their original states. So for example, if you evolve your partner Pokémon whilst on an adventure, it would unevolve when you come back to the hub. When you return from an adventurous, you'll get given reward money, which you can then spend on anything you'd like in the hub. Whatever you buy or use in the hub will be permanent. So if you went and bought extra potions in the hub but used them during an adventure once you returned, you'd find that they've been placed right back to your bag. Okay, also, Pokémon, die wir auf einer Adventure mitnehmen, die entwickeln sich zurück jedes Mal, wenn wir hierhin zurückkommen. Items, die wir kaufen, füllen sich automatisch wieder auf. Also wenn wir 5 Tränke kaufen, kriegen wir die 5 Tränke wieder zurück, wenn wir zurück im Hub sind. So, go explore and have fun. So, Deborah! Dankeschön für die 15 Monate! Deborah, grüß dich. Es war sehr schön, dich auf der Uetopia kennenzulernen. Ich glaube, du bist die Deborah, oder? Nehme ich jetzt einfach mal an. Es war sehr schön, euch kennenzulernen auf dem Event. Hab mich sehr gefreut. Huch! Okay, Moment. Hier kann man Sachen editieren. Ah ja, hast du sogar geschrieben. Guck mal. Do you want to enable seated mode for your next adventure? Ach so, dann können wir quasi einen Seed nehmen, den ihr dann kopieren könnt, damit ihr die gleiche Map spielt oder wie. Das ist auch ziemlich cool. Also, glaube ich, dass es das ist, ne? Config Lab. Here we can change settings. Okay. Gibt es Settings, die wir enablen oder disablen sollen? Bag Wipe is currently off. Okay, Bag Wipe bedeutet, dass unser Beutel gecleared wird. Nach jedem Run oder wie. Enable Reward IVs is currently on. Okay, EVs kriegen wir. Legendary Encounters is currently average. Also durchschnittlich oft legendäre Pokémon als Encounter. Item Rate is currently average. Allow Overleveling is currently off. Also wir können nicht overleveln, das ist gut. XP All, das ist auch okay. Und die Difficulty ist Durchschnitt. Okay, unseren ersten Run würde ich sagen, machen wir nicht auf leicht, aber auf Durchschnitt. Ich hoffe, das ist okay für euch. K
Können wir uns Kurtel noch angucken? Oh ja, natürlich. Müssen uns Kurtel noch... Oh, das Ding hat ein Item. Adamant Nature. Poggers. Aber Dürre. Wir haben die Sonne. Ja, Adamant ist kinda kacka, aber it is what it is. Aber warte mal, was hat denn das für ein Item? Ich sehe gar kein Item. Ah, Orenberry, okay. Ja, wir haben eine Orenberry, die schwache Beere. Ja, Glut ist halt speziell, ne? Wir haben halt wieder genau das dreckigste Wesen bekommen. Aber okay, die Dürre kompensiert das hoffentlich so ein bisschen. Wir werden sehen. Gut, also der Kollege mit der Sonnenbrille hat gesagt, dass ich zum Labor muss. Und sonst ist hier ja auch gar nichts, ne? Wir werden, by the way, wenn es gut ankommt und wenn ihr Bock habt, Leute, Emerald Rogue öfter mal spielen, weil das ist so ein Spiel, das kann man immer spielen. Das geht basically immer. Und wenn ihr Bock habt auf den ein oder anderen Run, dann machen wir das. Wir können ja auch im Hub unsere Pokémon speichern und dann einfach weiterspielen. Ja, von da aus, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ach, das ist Scott. Hey, Sephi! Sieht aus, als hättest du dir einen Partner gegrabt und wärst bereit für ein Abenteuer. Hier, den Questlog. Kalerik ausgesprochen. Okay. Dann ist unsere Schildkröte jetzt Kalerik. You can go now. Start exploring. Okay. Oh Gott. Es gibt hier eine Tafel. By the way, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Das bedeutet, ich erkunde alles gemeinsam mit euch, mit dem Chat. Zum ersten Mal. So. Der weiteste Progress. 0 Arenaleiterorden. Im Übrigen, für alle, die ultra Bock auf solche Projekte haben oder denen das mega viel Spaß macht, wir haben auf diesem Kanal Pokewoods gespielt, ne? Ich habe 2 Videos zu Pokewoods gemacht mit 2 richtig nicen Runs als Highlight-Zusammenschnittsvideo. Das sind so 20-30 Minuten Videos oder so, wo ein ganzer Run drin ist mit coolen Momenten, mit Shinies, mit allem Möglichen, mit spannenden, ne, Momenten, mit Finals und so weiter. Falls euch also sowas gefällt, geht unbedingt auf die anderen Videos, setzt sie euch auf die Watchlist, damit ihr nicht vergesst, sie auszuchecken nach diesem Stream. So, möchtest du auf ein Adventure gehen? Ja, dann saven wir mal das Game. Nach 12 Minuten aufs Adventure, Alter, das haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen hier, aber das ist okay. So. Hoppa. Ich gönne mir noch das ein oder andere Kissen. Direkt Top 4 Bucke? Das will ich aber gar nicht. What the? Oh. Huch. Oh. Oh, das ist so Escape Room Zeugs oder was? Ja, aber warte mal, ich habe wieder Zerschneider. Ich kann nur diesen Weg. Nee, warte mal, ich kann diesen Weg auch nicht nehmen. Ich kann diese Sachen alle schon, aber ich muss mich entscheiden. Okay, Chat. 1, 2, 3 oder 4. Stein oder Baum? Welchen Weg nehmen wir? Ihr entscheidet. Ihr entscheidet immer den ersten Move. 3, 3. 3, 3, 3, 4, 3. Okay, ich sehe viele, viele Dreien. Dementsprechend. Oh. So ist das. Okay. Aber warte mal, ich habe doch jetzt schon 5 Bälle. Das bedeutet, ich könnte theoretisch Pokémon fahren. Okay, und das könnte ich zerschneiden, hätte ich zerschneiden.
mächtige Roselia. Okay. Das ist cool. Alright. Also, dann muss ich durch diese Routen ein paar Pokémon fangen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob man trainieren kann. Probably, ja. Drei Verbrennungsheilungen. Ja, okay. Ladybar. Also, was definitiv ganz gut ist, ist... Roselia. Drei Pokepuppen. Aber nicht auf Level 2, sondern so 3, 4 hätte ich das Ding gerne gehabt. Drei Potions. Ein Raupi auf Level 1. Ja gut, ich könnte Roselia mit einem Smog schwächen. Aber ansonsten... wird schwierig. Das Problem ist nur, wenn Roselia mich poisont, habe ich ein dickes Problem. Weil ich habe kein Gegengift. Und Heilung gibt es hier in diesem Spiel, glaube ich nicht. Zumindest nur sehr, sehr, sehr rar verteilt. Guck mal, ein Roselia. Okay, ich will dich haben, du geile Sau. So, das ist weder Step... Okay, ich glaube, wir müssen den Text auf hier auf mit oder so ballern, weil sonst bekomme ich die Hälfte nicht mit. So, der geht zweimal auf Absorber jetzt. Smog hat leider verfehlt. Jetzt trifft's aber. Und jetzt trifft's. Bitte hau das Ding nicht. Wow, das hat gar nichts gemacht. Okay, komm. Ich schmeiß einen Ball und du bleibst jetzt bitte drin. Let's go. Wer will ein männliches Roselia sein? Rein in den Chat. So. Wen nehmen wir da? Wir nehmen Kanalmitglieder jetzt, haben wir gesagt. Das erste, der erste, der unser Starter war ein normaler Zuschauer. Jetzt nehmen wir ein Kanalmitglied. Beim dritten Mal denke ich mir irgendwas Lustiges aus. Keiner meldet sich für Roselia. Alter, ist Roselia so unbeliebt, oder was? Rosen sind toll. Ach, Luni. Ja, sag doch was. Bam. Zum Glück ist es Roselia männlich. Ah, da unten ist der Pokédex quasi, ne? So, Rest. Was ist Rest? Rule? Kann resten. So, dann machen wir auf Fast. Okay, können wir bitte kein hartes Wesen haben? Modest Nature. Natural Cure. Oh, das ist tatsächlich gut. Das ist tatsächlich gut. Oh, okay. Eins oder zwei, Chat? Eins oder zwei, Leute. Okay, das nächste ist dann quasi irgendwas Steiniges. Und da oben kommen wir zu jemandem, der mich vielleicht heilt. Und da... kommen wir zu einem Markt? Okay, die absolut meisten schreiben scheinbar 2. 1, 1, 1, 2, 2. Nee, wobei nur der Felix spammt hier die ganze Zeit 2. Ne? Die meisten wählen 1. Okay, Average Mighty Route. Oh! Wüstenmucke aus der dritten Gen. Ey, das ist ja voll die Wundertorte hier. Die Wunderkerze. Die Wundertüte. Oh, lol, den Ort hier kennen wir.
den Ort hier kennen wir einfach. Wobei, warte mal, der erste Ort kam mir auch so ein bisschen bekannt vor, oder? Wo geht es hier hin? Wo sind wir hier nur? So, 3 Heal-Puder. Was auch immer das bedeutet. Okay, Stärke haben wir halt noch nicht, ne? Habe ich gerade ein hier Lepumentas Vorentwicklung gehört? Mankey. Ja, weiß ich nicht. Soll ich das mal töten? Vielleicht soll ich das mal töten. Was? Was? Level 10. Ist Roselia gerade 7 Level hochgekommen? Okay, das ist ja mal cool. Da muss ich nicht grinden. Ey, das ist cool. Ist das das Level Cap? So, hi Bra! Dankeschön für die 2. Mitgliedschaft auf diesem Kanal. Alter, ich küsse dein Herz. Noch neu würde mich freuen, wenn ich ein Pokémon in irgendeinem Projekt werden könnte. Du kannst direkt hier ein Pokémon werden, Digga. Du musst dich nur melden. Let's battle! Okay, Miltank ist ein bisschen schwierig, weil Miltank könnte Thickfett haben. Also hier Speckschicht. Und Walzer. Speckschicht halbiert unsere Feuerattacken. Oh, ne, Moment. Ey, Kalerik ist ja so crazy. Ja, und der Walzer hätte hier jetzt doppelt Damage gemacht, ne? Aber nee, Kalerik ist halt der krasseste. Feuerspin. Okay, Feuerwirbel. Nee, Feuerwirbel lernen wir nicht. Megadrain. LOL. Granger, dankeschön für die 5 Monate Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank, Leute. Danke, danke, danke schön. Pidgey. Okay, jetzt sind wir tatsächlich in der Wüste. Und jetzt kann ich mir ein Bodenstein-Pokémon holen, oder wie? Das Ding kann halt explodieren, ne? Habt ihr Bock auf Balltoy? Was gibt's hier sonst noch? Sowas wie Vibrava oder so, ne? Okay, komm, wenn du einen Ember überlebst, nehmen wir dich. Nope. Alter, Heppo! Dankeschön für die verschenkte Mitgliedschaft hier auf dem Kanal. Und Endo hat eine Mitgliedschaft auf dem Sephiron-Kanal bekommen. Alter, Glückwunsch und vielen Dank für den Support. Jetzt bin ich Level 15, Digga. Das ist ja insane. Oh. Das Ding nehmen wir. Ich kann es halt nicht mehr schwächen, ne? Gefühlt. Yes! Granger! Dankeschön für die 5 Mitgliedschaften. Yo! Danke, danke, danke schön, Guys. Vielen, vielen, vielen Dank für den insane Support. So, das Ding benenne ich jetzt nach einem Fantasienamen. Oh Gott. Warte mal, wir haben leider nicht so viele Platz, so viele Buchstaben, ne?
Habt ihr interessante Namen, Leute? Irgendwelche... Die Ideen? Schmerbo, Saugnapf, Blobfisch. Ha. Oh mein Gott, was? Masterplayer, yo, Digga, dankeschön für die Ehrenschlingel-Mitgliedschaft Deluxe, Digga. Ey, ich küsse dein absolutes Ehrenherz, Digga. Mua. Yo, danke, danke, dankeschön für den Max-Support auf diesem Kanal, my guy. God damn it. Oh Gott. Was haben wir jetzt hier? Okay, ich weiß es. Ich weiß was. Slurpee. Slurpee-derp. Ah, anticipation senses dangerous moves. Okay. Das nehmen wir doch. Drei Tränke. Nochmal drei Tränke und clever Fehler. Ich glaube, bisher haben wir noch keinen einzigen Trainer gehabt. Kann das sein? Wir könnten uns einen Libeldra holen, Freunde. Wollen wir uns einen Libeldra holen? So, wir gehen mit Slurpee schnell auf das gleiche Level, ne? Matschbombe. Ja, komm, scheiß auf Matzle. Amnesie. Na, ich wollte doch Amnesie. Oh Gott. So, Level 6 war ganz okay. Aber vielleicht kriegen wir es noch... Ja gut, das Level spielt eigentlich eh keine Rolle, ne? Weil wir leveln ja eh schnell. Ja stimmt, das Level spielt gar keine Rolle. Sefi, schau dich schon recht lang nur in den Streams nicht dabei. Ah, okay. Ey, Digga, Masterplayer, wirklich, wirklich, wirklich aus dem tiefsten Herzen. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Deine Mitgliedschaft ist insane. Ne, vielen Dank, wirklich, für die Ehrenmitgliedschaft Deluxe. Das ist absolut insane. Ich kann es sehr gut gebrauchen aktuell. Du tust mir insane was Gutes. Vielen Dank für deinen Support. Seit wann streamst du auf YouTube? Das Ding ist, ich habe früher relativ oft auf YouTube gestreamt. Mittlerweile haben wir ja das Konzept so ein bisschen verändert, dass ich die ganzen Challenges auf Twitch spiele. Und auf YouTube kommt dann das Highlight. Und auf Gameboy, meinem Gameplay-Kanal, da kommt quasi das volle Projekt von den Pokémon-Challenges immer. Und wir haben halt schon lange nichts mehr gespielt, was sich eignet. Und ich dachte mir heute einfach, ey, lass doch einfach mal wieder auf YouTube was Pokémon-mäßiges machen. Und das war die Gelegenheit. So, finden wir noch einen Trapinch oder war das jetzt das Einzige? God damn. Ja, so
So ein Libeldra wäre schon cool, ne? Mit Schwebe. Dann hätten wir halt noch eine Bodenimmunität. Was ganz gut wäre, weil wir ein Feuer-Pokémon als Starter haben. Oh, da haben wir es. Level 8. So, okay, dann drücke ich mal einen Smog. Das war ein Crit, oh boy. Okay, und dann noch vergiftet. So. Wie findest du eigentlich die normale Pokémon-Reihe aktuell? Ich finde, die Games werden immer unfertiger rausgebracht. Masterplayer, ich habe dazu ein sehr, sehr gutes Video, also meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Video auf den Punkt gebracht, wo ich meine Meinung zu dieser Thematik geskriptet runtergeschrieben habe. Und das Video heißt das Problem mit Pokémon oder so. Irgendwie so. Das Problem mit Pokémon, da erkläre ich ganz genau, warum Pokémon als solches immer schlechter wird, beziehungsweise warum viele Leute denken, dass es immer schlechter wird. So. Okay. Also, Deborah wollte, bitte benenne es nach Sascha, ist ein absolutes Lieblings-Pokémon. Es ist zwar ein Weibchen, aber ich nenne es dennoch Sascha. Ey, Masterplayer, what the... Masterplayer, vielen Dank für die 10 Mitgliedschaften hier auf dem Kanal, Alter. Eieieiei, dankeschön. Jo, danke, danke, dankeschön. Vielen Dank, IG. Mua. Dankeschön an alle, die supporten, Guys. Vielen, vielen, vielen Dank. So. Ist das Ding jetzt immer noch gepoisoned? Nee, es ist auf 17 KP, aber es ist nicht mehr gepoisoned. Es ist halt noch nie was ausgebrochen, ne? Ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, diese Dinge zu schwächen, aber ja. So, Ingame-Musik zu laut. Ich kann die ein bisschen leiser machen, wenn ihr wollt. Ist es so besser? Oder ist es zu leise? Ja, viel besser. So, Sandgrab hat er gelernt. Okay. Ja, aber Sandgrab ist Quatsch. Das Ding kann Bulldozer. Oh mein Gott. Rockslide. Oh mein Gott. So, sorry Leute, falls ich ab und zu mal irgendwie Nachrichten aus dem Chat überlese. Ich muss mich gerade... Also, ne? Ihr kopiert sie einfach nochmal rein, so dass ich es lese. Wenn ich irgendwas überlese, einfach nochmal in den Chat damit. Ich versuche nur irgendwie konzentriert hier zu sein, dass wir auch ein bisschen Progress machen. Hypercutter. Okay. Alright. Dann nehmen wir die beiden Moves hier hoch. Digga. So. Die Water Gun nehmen wir hier hoch und das passt und das passt auch. Ey, der Masterplayer verschenkt schon wieder 5 Gift-Subs. Einfach nochmal 5 Mitgliedschaften hier auf dem Kanal verschenkt. Ey, Masterplayer, vielen, vielen Dank, Mann. Dankeschön, wirklich. Ehre, Masterplayer, und vielen Dank. Glückwunsch an alle, die eine Mitgliedschaft hier auf dem Kanal geschenkt bekommen haben. So, 3 Federn. Ich habe keine Ahnung, was die Federn machen. Oh, die Tür ist hier weg. Lul. Denkst du, dass Pokémon eher wieder zu 2D zurück sollte? Ich denke persönlich, dass besser wäre halbherzige 3D-Versuche. Nee, das denke ich nicht. Das denke ich nicht. Auch wenn viele denken, dass 2D-Pokémon besser wäre, halte ich das nicht für den Move.
das ist eine schöne Vorstellung, die aber grundsätzlich einfach nur auf Nostalgie beruht. Ich fände es cool, wenn es ein Spin-off gäbe. Right? Ich fände es cool, wenn es mehrere Spiele gäbe. Huch. Okay. It's a full rest stop. Enter this encounter. Okay. Oh, lol. Wo bin ich hier? Oh, das ist Birk. Birch? Hey, Zephy. Hope you're enjoying the adventure so far. Would you like to check how a Pokémon evolves? I mean... Eine Evolution. Level 35. Okay. Okay, hier können wir wieder Pokébälle kaufen. Vielleicht brauchen wir die, ne? Ich weiß halt noch gar nicht, wie die Mechanics so richtig funktionieren. Wir haben keinen einzigen Kampf gehabt. Gegen Trainer. Hallo, ich bin der Name Raider. Okay, hier kann man Pokémon anders benennen. TM Shop. Overheat. Oh mein Gott. I mean... Kriege ich so viele Sachen verkauft? Dass ich Overheat... Warte mal. Spedef. Overheat wäre halt richtig krass für unser Kurtel. Verbrauchen sich die TMs? Der Miltank-Trainer, true, ja. Vielen Dank, Miracle, für das nette Kompliment. Komm, wir machen mal hier. Machen das so. Und verkaufen dann noch irgendwie ein, zwei Poketoys oder so. Ne? Ja, wobei. Okay. Overheat. Ich nehme an, die ist dann verbraucht, ne? Aber Overheat ist halt tausendmal besser als Ember. Ember hat 40 Stärke und Overheat hat 140 Stärke oder 130. Dementsprechend... Leute, für Pokémon-Namen müsst ihr euch immer dann melden, wenn ich ein Pokémon fange. Ne? Dann frage ich nämlich immer danach, weil ich kann mir eure Namen jetzt nicht merken. Also beziehungsweise wer sich für was beworben hat oder was auch immer. Ah, das ist der Move-Tutor. Level-Move-Tutor. Der Eye-Move-Tutor. Alter, da war... Hä? Du kannst ja alles machen. Move-Deleter. Traveling-Battle-Shop. Wow. Okay, aber die kann man nicht... Kann man die behalten? Man kriegt Ability... Oh mein Gott, okay. Okay. Oh nein, jetzt habe ich nicht geheilt. Egal.
Egal, wir brauchen keine Heal, Leute. Wir brauchen sowas wie ein Heal nicht. Das ist für Quatschköpfe. Alter, von wo ist diese Musik? Weakens a Fire Move. Okay. Das ist doch hier die Dingens, oder? Heals a Burn, Awakens. Oh. Look, kid, I'll give you a single free heal. After that, you're gonna have to pay. Nein, ich will noch nicht. Oh! Muss jetzt noch los zum Tennis. Oh, viel Spaß beim Tennis, Digga. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ganz viel Spaß beim Tennis spielen und bis zum nächsten Mal. Und Dankeschön nochmal, ne? Du weißt Bescheid. Vielen, vielen Dank. So, Geschenk. Ja, Delibird stirbt instant. Ist das nicht irgendwie Dingensmusik hier? Oh Gott, wie hieß es? Kampfzone irgendwie Dingens? Oh, Beautifly. Mist die Stunspore. Und das ist ein todes Beautifly. Let's go! Ja, da reicht halt schon Ember, ne? Da müssen wir nicht mal großartig was machen, Leute. Okay, für Scyther gönnen wir Overheat. Bam. Ja gut, der hat jetzt drei Pokémon gehabt, die eine Schwäche gegen Feuer hatte. Dementsprechend der erste Trainer, Arenaleiterorden, ist scheinbar geschenkt, ne? Hallöchen, Mathe Diger. Grüß dich und willkommen im Stream. Would you like to continue this adventure? Yes. TM Zerschneider, okay. Quest completed. Okay. Was ist denn das für ein Typ? Das ist ja interessant. So, ich will wissen, was das für ein Typ ist. Oh. Oh, das ist die Route von Teak City. Links von Teak City. Ey, wie cool ist das denn, dass die irgendwelche random Routen nachgebaut haben? Aber hier gibt es halt überall noch Items, ne? Wo muss ich denn hin auf die andere Seite? Hab keine Zeit. Da ist nichts mehr drin. Item ja. So, hier. Ich muss alle Items mitnehmen, Leute. Was, wenn es ein Nugget ist? Nestbälle. Genau, die Route vor der Miltank Farm. Porenta. So, Sandsturm, aber den Sandsturm tun wir einfach canceln mit Kalerik. Hallöchen FX Martin, grüß dich. Ich glaube, der Typ tauscht dein Team komplett aus. Oha, meinst du? So, wir tauschen auf jeden Fall Ember gegen Flame Wheel. Ja, tauschen wir Ember gegen Flame Wheel? Not really, ne? Leech Seed. Alter FX Martin, was? Seit 20 Monaten Ehrenschlingel-Mitglied Deluxe? Ey, vielen, vielen Dank für deine Großzügigkeit, mein Guy. Wirklich. Danke, danke, danke schön.
Unglaublich. So, muss zahlen entweder das komplette Team. Ein Mon oder das komplette Team. Ah, okay. Aber ich will ja mein Team nicht austauschen. Mein Team ist Baba. Ah, Moment. Wir haben jetzt Zerschneider, ne? Jawohl. Ich brauche einfach keinen TM-Zerschneider. Das kann automatisch irgendein Mon, was theoretisch Zerschneider könnte, oder wie? Lol. Hammer. Hab angefangen, Radical Red zu zocken. Yeah, Radical Red ist auch sehr cool. Radical Red haben wir ebenfalls auf diesem Kanal gespielt, Guys. Falls ihr euch für richtig harten Pokémon-Shit interessiert, dann gönnt euch. Wäre das mal früher so gewesen, ja. Fun Fact, Kurtlat gleich hohen Angriff und Spezialangriff, nur später. Ja, letztens habe ich ein physisches Kurtel gesehen. War das im VGC? Ich glaube, ne? Mit Flammenblitz und so. Ich war sehr überrascht. Ja, scheinbar der Movepool, ne? Ich meine, Feuersturm oder Heatwave oder Overheat oder Eruption, das sind natürlich die Baba-Moves. Ne? Oh nein. Let's battle! Du, ich meine, cool. Ich tu gerne mal wieder battlen. Rich Boy. Habest du die durch dich angefangen? Ah, okay. Oh, Moment. Der Typ ist jetzt... Okay, aber jetzt kriegt er keinen Stab mehr auf Fury Swipes. Ah. Wir kriegen jetzt sogar einen Init Boost. Let's go. Und jetzt outspeeden wir Kecleon. Und jetzt sind wir auf plus 2 Init. Tschüss. Die haben scheinbar Dingens hochgebufft, ne? Wie es in der neuen Gen dann ist. Ja, scheiß auf Poison Sting. Poison Sting ist Schmutz. Dürfte sich aber bald mal entwickeln, by the way. Magnitude, während wir... Ne, Magnitude ist definitiv besser. Der Rest vom Movepool war speziell. Hm. Ja, anstelle von Bite. Geduld werden wir niemals einsetzen. Von daher alles cool. So, ist das Ding hier schon Drachenmon oder... Nein? Okay. Alter, was? Wie viel Geld habe ich von dem bekommen? Ab wann darfst du neue Pokémon fangen? Ich glaube, wir können immer Pokémon fangen. Die Frage ist, ob es Pokémon gibt, die was taugen. Let's battle! Bald eine Egglock starten mit Schild. Hm. Bei Gigamat schon mal verloren. So, Hallöchen Majos, grüß dich.
Hier gibt es noch zwei Pokémon wie Shine, Porenton, was anderes. Hm. So, Kalerik outspeedet ihr. Was ist Round? Er outspeedet jetzt wahrscheinlich sein ganzes Team und jetzt können wir mit Ember schweben. Der Schwierigkeitsgrad ist noch sehr einfach, aber wir sind ja auch erst in der ersten Arena gewesen. Grasflöte? Okay, warum sollten wir Grasflöte lernen, wenn wir einfach Dingens können? Crunch. Wenn wir hier Dingens, ne? Die Pflanzenattacke. So, hier Stachel. Nee, nicht Stachelspore. Ihr wisst, was ich meine. Schlafpuder. Schlafpuder hat nämlich 20% mehr Genauigkeit. Ah, das Kanon. Stehe. Da ist auch noch ein Item, was wir übersehen haben. Okay. Ja, dann holen wir uns das noch. Alter Heppo! Dankeschön für die 10 Mitgliedschaften auf YouTube, my guy. Vielen, vielen, vielen Dank, Mann. Alter Schwede. Heppo, vielen Dank, Mann. Unglaublich. Ey, guys, dankeschön. Glückwunsch an Anton, an Beaniebag, an Max, an Dimmel, an der im Weg steht. Ne, warte mal, der im Weg steht, hat selber einen. Ein Fiddy, ein Chris Görner, an Lady Honey Bunny und andere. Die haben nämlich alle eine Dingens bekommen. Eine Mitgliedschaft. Can't stop. It's a game show. Eine Game Show? Why? Welcome to my ever so lovingly set up game show. This is simple. You'll get two choices. One might be good, one might be bad. Now, on to round one. Oh. Okay, Chat. Rechts oder links? Rechts oder links, Leute? Was meint ihr? Oh, dreimal links, viermal links, zweimal rechts. Oh, vier, fünfmal rechts, 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 links, links. Oh, oh, das scheint wieder eine 50-50 zu sein. Rechts, 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 links, links, rechts. Okay. Aber ich glaube, die meisten Leute haben... Gott, links, 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 rechts, links. Okay, dann nehmen wir links. Well chosen, all of your Pokémon just got healed up. Oh, huu, Glück gehabt, Leute. Wir wurden gerade geheilt. Okay, rechts oder links? Nehmen wir jetzt, das ist jetzt Psychologie. Nehmen wir nochmal links, weil er denkt, wir nehmen jetzt rechts. Oder denkt er, dass wir links nehmen, weil wir denken, dass links jetzt quasi richtig ist, weil er denkt, dass es falsch ist, aber was eigentlich richtig ist, weil... Jetzt rechts, okay. The right it is. Well chosen. 5000 Poké-Dollar? Oh, es gibt noch eine dritte Runde. Okay, Leute. Okay, wir haben einen Heal gewonnen und 5000 Poké-Dollar. Nehmen wir jetzt links oder rechts? Jetzt aber safe rechts, rechts, rechts. Schieß rechts, rechts, rechts. Okay, wir nehmen nochmal rechts. Nein! Wir haben 100 Poké-Dollar verloren. No! And round 4. Okay, ich nehme jetzt einfach rechts. Jetzt muss es richtig sein. Nein!
Der hat uns 10.000 Poké-Dollar geklappt. Wir haben nichts mehr. What? Oh mein Gott, der hat uns einfach 5.100 Poké-Dollar geklaut. Dieser Drecksack. Wow, und ich wollte doch Competitive Items und TMs kaufen für unsere Pokémon. Oh Mann, ey. Jetzt können wir halt schon wieder kaum was nehmen, ne? Gigadrain. Gigadrain ist besser als Megadrain, aber um ehrlich zu sein... Weißt du, das hätte ich jetzt easy kaufen können. Oh, ich hätte auf den Chat hören sollen. Ja, die Dinger müssten wir vielleicht auch mal verwenden, ne? Die EVs. Speed of a Pokémon. Okay. Ach Gott, ja gut, dann gehen wir mal weiter, ne? Scheiß drauf. Gut, dann kommt jetzt der Arenaleiter. Bin ich schon so hochgelevelt? Ich hoffe. Oi, Juan. Oh boy. Okay, aber damit schwächen wir seine Attacken ab. Das ist super gut. Okay, ich geh raus zu meinem Mon. Ich geh raus zu Luni, yeah. Ja, ganz, ganz viele Leute im Chat haben gerade eine Mitgliedschaft geschenkt bekommen, Guys. Aufgrund von ein paar sehr, sehr liebenswürdigen und netten Zuschauer. Die teilweise nicht mal selber eine Mitgliedschaft haben, ne? So, Magical Leaf killed Wartortle. Lava Plume. Das wollte ich nicht. Ich muss diesen scheiß Controller einstellen. Gigadrain, da haben wir es ja. Sehr gut. Warum sprichst du nicht mit der Statue? Ich wusste gar nicht, dass die Statue irgendwas bringt. Goldie! Ja, der sieht jetzt halt einfach wieder so aus, als würde er Wassermons nutzen. Und mit Luni gehen wir da durch, ne? So, Leute, by the way, wenn ihr Bock habt auf weitere solche Streams, dann daumiert den gerne, ne? Damit ich sehe, wie der Stream ankam. Wenn er gut ankam, machen wir gerne mal mehr von Emerald Rogue, dann wahrscheinlich auch mit der heftigsten Schwierigkeitsstufe. Das ist ja einfach nur ein Testrun, damit ich verstehe, wie das Spiel funktioniert. So, Corsola. Ja, also wir one-shotten literally alles in diesem Spiel, ne?
Schaue deine Videos super gerne. Mir sehr geholfen in schwierigen Situationen. Digga, das freut mich sehr, Mann. Das freut mich sehr. So, wir kriegen 1000 von dem und haben vorhin 10.000 gestohlen bekommen. Ey, wie frech. Einfach nur frech. So. Okay. 1, 2 oder 3 Chat. Minecraft mal wiederkommen. Boah, keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Vielleicht mal. 2, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Okay, die meisten sagen 3. Oh nein, ihr... Oh nein. Ihr habt den Gamer... Den habe ich gar nicht gesehen. Oh, ihr dreckigen Alter. Der Chat will einfach, dass ich wieder gamblen gehe bei dem Typen. Oh Mann, ich sollte mir die Wege zuerst anschauen. So, ich weiß gar nicht. Hat's neue Items hier in diesem Wald? Oder... Andreas, dankeschön für die 39 Monate, mein Boy. Vielen, vielen, vielen Dank. Ah, scheiße. Beste Zeit für einen YouTube-Stream. Cooles Format. So, wie viele Likes hat der Stream, Guys? Toxic Spikes? Oh, das ist schon kind of sexy, Digga. 189, 190. Ey, Leute, mach mal auf 300 voll jetzt. Komm. 300 Likes auf dem Stream Minimum, Digga. Kriegen wir 300 Likes hin? 110 Leute müssen liken. Also plus minus die Hälfte, die zuguckt gerade. Können wir mal auf 300 Likes hochballern, Guys? Aquatail, ist halt physisch. Ja, komm. 224, let's go! Nur noch... 5 und irgendwas. Nur noch 70. Guys, nur noch 70. Let's go. Earth Power. Oh, Earth Power wurde gebufft in diesem Spiel. 240. Nur noch 60. Nur noch 60 Likes. Noch 60 Daumen. Dann haben wir das Ziel erreicht. Einfach so. Einfach, weil ihr krass seid. Lass mal die 300 voll machen, Freunde. Wie die Spartaner. Oh, der hat 19. Ja, den ballern wir mal weg. Weil wenn der dann mit Dingens kommt, dann zündet er uns. Ja? Mit Konter und Dingens. So, bye bye Wobbuffet. 250, let's go! Noch 50 Daumen! Guys, alle, die noch nicht geliked haben, jetzt reinliken. Vielleicht schaffen wir die 300. Protect. Protect ist auch cool, aber um ehrlich zu sein, brauchen wir es gerade nicht. Sweet Scent. Kommt, lasst die Leute nicht hängen, die geliked haben. Nicht faul sein jetzt. Rein in den Lachs. Da haben jetzt 60, 70 Leute geliked. Ihr könnt die jetzt nicht im Stich lassen. Noch 44 Leute. Oh, Skarmory hat 30. Let's go, Bernardino. So, 261. Noch 39 Likes. Freunde, 39 Daumen. Das ist nix.
Kommt man. Schlurpy, lasst auch einen Daumen da. Und der lächelsüß für euch. Extra. Oh, sind wir bei 272? Oh, Beautyfly. Let's go, guys. Nur noch 28 Likes. Ey, komm mal, das schaffen wir easy, Digga. Und Ultimate, Dankeschön für die 43 Monate Ehrenschlingel Deluxe Mitgliedschaft. Ich küsse dein absolutes Ehrenherz. Vielen Dank für deinen insanen Support, my G. Danke, danke, danke schön. So, was ist hier unten? Ein Tentacher? Ich mein... Gucken wir mal, ne? So, wir sind bei 280. Das bedeutet noch 20! Noch 20 Daumen! Let's fucking go, guys! Wir waren bei 110. Jetzt sind wir noch bei 20. So, Schlurpy, wir brauchen Tentacool nicht. Oh mein Gott. Babelbeam, du gehst mir auf den Sack. Daumen sind besser als Pflaumen. Oh ja. Noch 15. Ha, Leute, let's go. Let's flipping go. Never ever war das Like-Goal zu hoch für die Schlingel-Community, Alter. What the fuck? Wir zerstören das jetzt. Ach, da ging's auch raus. Hm. Noch 15. So, Beautyfly und Tentacool brauchen wir beide nicht. Heavy Balls. Leute, packt die Likes aus. Macht jetzt voll. Macht voll jetzt hier. Let's battle! Startrück, siehst du, wie viele Pokémon noch unbekannt sind? Ah, oh, damn. Die Stahlmons jetzt? Ausgerechnet? Okay. Lightscreen, aha. Vierfach effektiv Magnitude. Butts. So. Ingrain. Nee, wir wollen kein Ingrain. Pff, der Typ lernt einfach gefühlt alles, ne? Jeden Feuermove lernt der Kollege. Ja gut, dann machen wir den gegen Flame Wheel weg. So, 291. Let's go, Leute. Noch 9 Daumen, dann sind wir auf 300. Innerhalb von 5 Minuten, Digga. Das ist ja geisteskrank. Noch ein... Wow, noch ein Earthquake-User. Let's go. 94, noch 6. Let's go, noch 6 drauf. Safe bin ich direkt wieder gesund, wenn wir 300 Likes hätten. Safe. Direkt Erkältung weg. So, Fastballs. Die Game Show, Freunde. Why, welcome to my lovely game show. Two choices. So, Leute, macht die 300 voll jetzt. Noch 3 bis zur 300.
noch 3 bis zu 300 und dann geht's in die Game Show rein. Let's go! 300 Daumen auf dem Stream. Ich küsse eure Herzen. Vielen Dank, Leute, für den Support. So, ich hoffe, ihr habt Spaß am heutigen Stream. Okay. Let's go, Alter. Big Applaus für die Community. Let's go. Wupp, 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 wupp. Okay. Rechts oder links? Rechts oder links, guys? Rechts oder links? Links, links, links. Okay, 3 sagen links. Scheiße. Nein, wir haben schon wieder 10.000 Pokédollar verloren. Der nimmt uns immer alles Geld weg, dieser Assi. Oh mein Gott. 50 Premierbälle. Okay. Und jetzt? Shadowplayer sagt rechts, Looney sagt rechts, Erik Sachse sagt links. Links, rechts, 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 links, 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 rechts, rechts. Links again, rechts. Nochmal links. Ich gehe mit rechts. Scheiße. Oh, was ist jetzt? No! Sascha wurde weggetauscht. What? What? What the fuck? Rayquaza auf Level 34? Ich meine, ich wollte die Beldra haben, aber okay. Ich würde sagen, wir nehmen links. Yes! 3 Full Restores. Leute, ich weiß nicht, ob ich traurig oder happy sein soll, weil einerseits haben wir einen Libeldra jetzt weggetauscht bekommen, auf was ich mich mega gefreut habe mit Erdbeben und Schwebel. Andererseits haben wir einen fucking Rayquaza bekommen. What the fuck? Einfach so random. Und Rayquaza zerbumst halt alles, ne? Ja, was willst du sagen, Digga? Ich meine, jetzt haben wir halt wieder keine Kohle. Digga, es ist einfach wieder leer. Unser Geld ist wieder komplett weg. Oh Mann, ey. It's a battle prep rest stop. Enter this encounter. Mart rest stop. Okay, die sind auch verschieden scheinbar, ne? Ja, Brudi, ich habe jetzt einen Rayquaza, nur das bringt mir irgendwie nichts. Flying Gem. Behält man denn die Items, die man hier kriegt? Weil so ein Flying Gem Rayquaza wäre schon ultra geisteskrank, ne? Jetzt ist Sascha traurig. Oh no, das tut mir doch leid. Deborah, ich wollte das nicht.
Ich würde jederzeit mein Libeldra wieder nehmen. Ich finde Libeldra eh cooler als Rayquaza. Du hast 50 Bälle zu verkaufen. True. So, kein Rayquaza, das sich entwickeln. Kein Mega. Na gut. Ja, Leute, ich brauche halt gar nichts mehr, ne? Was soll ich euch sagen? Ich habe halt Rayquaza. A mysterious statue. It reads, for a cost and can provide you a glimpse of the future. Ah, für 3000 Pokédollar sagt er mir, was das für ein Trainer sein wird, oder was? Ach so, das ist einfach, falls ich underleveled bin, kann ich zu der ollen. Und die hat dann einen Chansey auf Level 4. Ja, ich sag mal so, Rayquaza sieht schon aus, als hätte er Bock, ne? Emerald Rogue, sein Vater. Ja, Leute, also es ist eigentlich egal, was der Gegner hat. Ne? Roxanne, was hast du für einen Pokémon-Typ? Also wenn du Eis hast, Poggers. Wenn du nicht Eis hast, bist du Stahl. Stahl ist auch kein Problem. Nein, genau jetzt hätten wir hier Dingens brauchen können, ne? Wie Brava. Aber warte mal, ich habe immer noch Schlurpi. Geh zu Schlurpi. So, Leyron hat auf jeden Fall Sturdy. Dementsprechend gehen wir auf Waterpulse. Kann nämlich verwirren. Verwirrt aber nicht. Okay. Iron Head resistieren wir. Das ist easy. Ja, der Blick von Rayquaza sagt einfach quasi, dass er den Gegner fisten wird, ne? Okay. Sudowoodo. Okay. Ein Steinmon. Again. Ja, die haben halt alle Robustheit, ne? Die Viecher. Oh, oder nicht? Okay. Ja, Onyx kann Onyx. Und Kabuto. Okay. Ja, Kabuto ist halt Trash, ne? Erdbeben! Yoshi-Senpai! Dankeschön! Vielen, vielen Dank für die Ehrenschlingel-Mitgliedschaft. Ich küsse dein Herz. Warte, warum hat er das überlebt? Stealth Rock in der letzten Runde? Ja, weiß ich ja nicht, ne? Weiß ich ja nicht, Digga. Und jetzt kommt der resistierte Rockslide. Ja, die haben gar keine Chance, Alter. Sturdy? Nee, der hat keinen Sturdy. Der hat Weak Armor. Der hat hier ne? Die Fähigkeit, die seine Verteidigung senkt, aber seine Init steigert. Ja, aber das war halt wieder mega. Also, ich frage mich, wann die Leiter schwieriger werden, ne? Badge 3 completed. Okay, 1, 2 oder 3, Freunde. Es ist kein Game Master zu sehen.
3, 3, 1, 3. Oh, warte mal, da ist aber so eine Statue, ne? Oh, das ist so eine geile Musik gewesen damals. Deswegen mag ich Generation 3 so, Alter, weil das einfach so exotisch teilweise war. I mean, ich habe ein Rayquaza. Aber... komisches Pandir. So, was war wieder dran? War ein... ich glaube, ein normaler Zuschauer war jetzt dran, ne? Oder? Oder war... Oder sind wir wieder bei Kanalmitglied? Okay, Gaming Fisch. Mitglied ist dran. Normal. Kein Mitglied ist dran, ja. Ich glaube auch. Und das passt genau. Auf Englisch zumindest. Let's battle! Okay, Blazing. Den nehmen wir easy auseinander. Alter. Direkt wieder auf dem Level Cap, ey. Paddle Blizzard? What the fuck is Paddle Blizzard? Hä? Ist es nicht Paddle Dance? Oh, Gaming Fish will Dragon Claw lernen. Zen Butthead. Let's go. Primate. Okay, die hat Kampfmons. Das ist perfekt, Mann. Rayquaza hat Bock. Rayquaza war übrigens mein letztes Legi, was ich shiny gehuntet habe in Gen 8. Dieses Ding haben wir jetzt auf Generation 9 rübergetauscht. Ein schwarzes Rayquaza aus dem shiny Deiner-Abenteuer. Alter, der Blick von Rayquaza, während er vierfach effektiv Breloom den Pilz wegsnackt, ey. Rayquaza muss ich übrigens auch noch benennen. Gefühlt nur 300 Streams gebraucht. Was hat 300 Streams gebraucht? Sonnenfell. Ach so, Shiny Rayquaza. Ja, an Shiny Rayquaza haben wir richtig lange gesessen, Leute.
Aber ja. Ja, wir nennen Rayquaza nach einem Kanalmitglied. Das ist jetzt wieder dran, theoretisch, ne? Gerade haben wir einen Non-Kanalmitglied, Brutalander. Und jetzt haben wir Kanalmitglied Rayquaza. Ich muss nur einen Namenstutor finden. Beziehungsweise einen Name-Rater. Ein X-Bad. X-Bad ist halt auch sick, ne? Wir haben Flugdrache, wir haben Feuer, wir haben Boden, Wasser, wir haben Giftpflanze und wir haben Flugdrache. Zwei Flugdrachen. X-Bad ist halt super sick, aber wir brauchen es nicht. Don't poison me, bro. Are you fucking kidding me? Ich hätte Ancient powern sollen, aber vielleicht reicht es auch. Nope. Rayquaza kann das Ding nicht one-shotten. Der killt dein Legi. Ja. Imagine, der hätte einfach die Toxic Poison bekommen, ne? Muddy Water. Okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall Flash und Rock Smash auch, ne? Steel raises its speed, HP. Haben wir keine Beere, die Eisattacken schwächt? Feuer, Elektro, Stahl. Na gut, dann nicht. It's a powerful Pokémon. Enter this encounter. Okay, der will noch kämpfen. Und danach gibt's ein krasses Pokémon, oder wie? Okay, der nächste Trainer wird wahrscheinlich auf 45 sein, ne? Was denkt ihr, was jetzt kommt, Guys? Schreibt mal in den Chat, was denkt ihr, was jetzt kommt für einen Mon? Ninjask. Gönn Omni-Boost! Oh! Lugia, Lavaros, Raupi. Urgel. Mewtwo, Regirock. Ich weiß gar nicht, bis zu welcher Generation es hier Pokémon in diesem Spiel gibt. Was war das für ein Schrei? Let's fucking go! Jirachi nehme ich mit.
Oh boy. Okay, hier kommt der Fantasiename wieder, ne? Dingens. Tempo. Weil das Ding legit aussieht wie ein Nastuch, wie ein benutztes. Bullchen, Dankeschön für die 18 Monate. Ehrenschlingel Deluxe, absolut Ehre. Vielen, vielen, vielen Dank, Mann. So, Serene Grace, ein neutrales Wesen. Psychic Headbutt. Das ist sogar stärker. Okay, Lucky Chant. So, jetzt haben wir Pampers und Tempo. Heil mich mal. Wir haben immer noch nur 2000 irgendwas Geld. Das kann man doch nicht so machen. Der Name Raider. Let's go. So. Welches Kanalmitglied will Rayquaza sein, Leute? Ultimate will Rayquaza sein. I mean, passt ganz gut, oder? So, dieses Pokémon soll als Ultimate bekannt sein. Okay, Raindance, Giga Drain, Shadow Ball, Flamethrower, Sludge Bomb. Sludge Bomb wäre für Roselia noch ganz geil, ne? Sludge Bomb nehmen wir definitiv mit. Aerial Ace könnte auch cool sein, aber... Okay, Air Slash ist besser. Wann kriegt Roselia ihre Entwicklung? Oh, warte mal, Roselia entwickelt sich mit irgendeinem Stein. Shoot. Den Leuchtstein. Birk. Sag mal Birk. Wie entwickelst du diese Rose? Da, da, da. Ach, keine. Oh, warte. Kann es sein, dass, weil Roselia ein Viert-Gen-Mon ist, es kein Roserade gibt? Okay.
Dann ist Roselia natürlich nur halb so gut. Oh, warte mal. Sollen wir Tempo Wish beibringen? Schlürpimann. So, okay, dann sind wir jetzt vor dem Mighty Trainer. Level 45 ist es Cap. Was könnte Ray Ray? Hier Twister und noch was. Nix Gutes. Extreme Speed? Selbstverständlich lerne ich Extreme Speed, bruh. Jetzt hat er noch Heat Wave, Alter. Das gibt's doch nicht. Nee, komm, wir haben Flamethrower. Das reicht. Future Sight? Nee. Gaming Fish will Double Edge lernen? Nee. Der Dude will Double Edge lernen. Nee. Gravity. Nee. Okay. Na gut. Vierte Arena. Leiter. Oh, Norman. Lul. Shiny Zoroa gefangen und nach dir benannt, Sefi. Ey, let's go. Schmirgel, Level 43. Let's go. Okay. Ich gehe mal für Ancient Power. Wenn ich Ancient Power Omniboost kriege, haben wir Instant gewonnen. Und Norman wird wahrscheinlich das ein oder andere Lethargien haben. Schade, kein Omniboost. Okay. Kein Omnibus, okay, das Ding kann auf jeden Fall Eisstrahl haben. Dementsprechend gehen wir auf Tempo. Im Porygon 2 ist langsam genug, dass wir es flinchen könnten. Oh, der vierfach effektive Eisbeam. Da ist er, aber den resistieren wir. So, Tempo auf Wish bestellt, meine Freunde. Die wurden schon einmal gebraucht. Foul Play? Ach du Kacke. Was passiert, wenn Pokémon K.O. gehen? Sind die dann tot? Es ist noch nie ein Pokémon gestorben. Ey! Let's go! Der Flinch einfach, der Flincherino. Let's go, Paraflinch. Beziehungsweise wir haben keine Para, aber... Oh. Das haben wir gemisst. Null. Tauros. Ja, der hat halt safe wieder Earthquake. Der hat doch Earthquake. Tauros kann aber keine Eisattacke. Dementsprechend entspannt. Body Slam, okay. Will keine Paare. Boah, Digga.
Alter, was? Tauros outspeedet mein Rayquaza? Tja, und genau deswegen haben wir Extreme Speed gelernt, Boys. Wigglytuff. Ich meine, es gibt keine Feen-Pokémon in dem Spiel, ne? Und das kann immer noch flinchen. Life Orb. Es gibt Feen-Pokémon in dem Spiel. Gut zu wissen. Amazing, mit 8 KP überlebt. Dann hoffen wir mal, dass der keine Verfolgung hat, der Drecksack. So, jetzt lassen wir die Bombe platzen. Kalerick kommt rein. Fake Out. Ey, der Fake Out knallt aber auch rein, ne? Wie die Sonne, Alter. Aber... Overheat. Ja, jetzt haut er noch unsere Beere weg. Tauros hat 110 Speed, Rayquaza nur 95. Hat Rayquaza nur 95 Speed? Das ist ja crazy, Alter. Und tschüss. Aber wieso gibt's dann keine Roserade? Du, keine Ahnung. Vielleicht haben sie den Typen reingemacht. Aber nicht die Pokémon. So, jetzt haben wir noch Stärke. Okay. Ich nehme mal 3, weil ich wissen will, was dieser PC ist. Weil wir den noch nie gehabt haben. Oh, das ist rechts von Azuria. Right? Ich erkenne das sofort. La 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 la. Jinx. Ein sehr cooles Pokémon, was uns in der gerade aktiven Pokémon-Challenge auf Twitch den Arsch gerettet hat. Übrigens, wo wir es gerade schon ansprechen, morgen am Sonntag spielen wir auf Twitch die Pokémon-Challenge weiter, die wir gerade spielen. Für alle, die nicht wissen, was wir spielen eine Pokémon-Challenge, quasi eine Team Rocket-Challenge. Immer, wenn wir einen Gegner besiegen, ob Trainer, Arenaleiter, Top 4, egal, tauschen wir mit ihm unser Team. Sprich, wir klauen ihm einfach seine Pokémon und spielen mit seinen Pokémon weiter. Okay? Das bedeutet, wir haben quasi nie ein eigenes Team, sondern wir spielen in jedem Kampf mit anderen Pokémon. Und wir hatten sehr große Probleme gegen eine gewisse Arena. Wo wir dann auf die glorreiche Idee gekommen sind, ein Rosanna zu stehlen, was uns ganz gut geholfen hat. Guckt es euch an. Sehr, sehr coole Challenge. Kommt morgen zum Stream. Wird wahrscheinlich der letzte sein für das Projekt. Und dann kommt wieder das Video auf YouTube. Und das volle Projekt auf Gameboy. So, ja komm, plumen wir mal die Lava. Oh, hat der Hail eingesetzt, der Trollincho? Scheint so, ne? Damn it. Iceball. Dann heilt sich wieder der Dreckige. Ah, der heilt sich einfach. Okay. Bist du auf der Popcorn? Ich habe keine Ahnung. Das sind Dinge, die ich dieses Jahr spontan entscheiden muss. So, Schnarcher nützt gar nichts. Wird der Stream auch hochgeladen? Welcher Stream?
So, dann gehen wir jetzt auf Flamethrower. Oh mein Gott. Solltest du hier bei dem Spiel dranbleiben, wird es auf Dauer sehr gut gefallen. Davon gehe ich fest aus. Wird im späteren Verlauf noch richtig knackig. Geil. Ich freue mich. Du, ich bleibe jetzt einfach drin. Ist mir jetzt auch egal. Du, gell? Also, ich stand einfach, wie es ist. Egal, mit dem Rapid Spin bringen wir ihn auf über Hälfte und dürften ihn in der nächsten Runde outspeeden. Das bedeutet, er dürfte nicht mehr resten können. Den Stream hier. Ach so, der Stream ist auf YouTube drauf, Leute. Die gehen nicht weg. Streams, die wir auf YouTube machen, bleiben immer auf YouTube oben. Keine Sorge. So, Synthese ist natürlich geil, weil wir ein Sonnenteam haben. Aber andererseits ist Leech Seed und Toxic Spikes halt auch mega wertvoll. Und ja, Roselia ist jetzt nicht so bulky, dass wir da jetzt großartig setupen wollen. Lapras. Okay, okay, Lapras wird jetzt nicht auf den Ice Beam gehen. Lapras geht jetzt auf den Wassermove. Und das war ein Crit. Fucking hell, man. Gegedrain. Bam, babu, babu. Jetzt kommt der Ice Beam. Nein? Wow. Leute, es gibt auf Sefis Kanal einen Tab namens Live. Dort sind alle Livestreams. Livestreams werden nie gelöscht. Genau das, was Basti sagt, Leute. Es gibt auf dem YouTube-Kanal einen Tab. Videos, Shorts, Livestreams. Und unter Livestreams seht ihr immer alle Livestreams, die wir auf diesem Kanal gemacht haben. So, Discharge juckt nicht, außer wir kriegen einen Para. Da hätte ich keinen Bock drauf. Let's go, Sludge. Die Poison. Okay, dann toxike ich schon mal den nächsten Gegner mit den Spikes. Weil Minun wird mich sowieso outspeeden, crittet mich und parat mich. Geil. Amazing. Aber Minun stirbt jetzt wegen Poison. Und das bedeutet, ich kann den nächsten Gegner direkt auch poisonen. Außer es ist ein Flugmon. Nein, Jinx. Okay. Cool. Kalerik, let's go. So, tschüss, weg mit dem Hagel. Und jetzt gehen wir auf Lava Plume. Lol, Jinx wird outspeeded von Kalerik. Okay. Das ist ja nicht besser. So, ey, das war einfach nur ein random Trainer, ne? Aber ich glaube gerade gesehen zu haben, dass die Para gerade automatisch geheilt wurde. Werden Paralysen immer geheilt? Das ist ja cool. Das macht ja mega Spaß. Oh, ich habe noch eine Quest abgeschlossen, habe ich gerade gesehen. Drei Silk Scarves. Seidenschal. Was haben wir denn für Quests? Okay, das sind einfach die Gyms, ne? Exit a tough route within 2 minutes.
Oh, okay. Es gibt interessante Missionen, aber dann können wir halt nicht so viele Items mitnehmen. So, für den Extreme Speed. Und nicht so viele Leute bekämpfen, ne? Ha. Huh. Weil die geben ja immer gut Geld. Hat er nicht die Fähigkeit, die das... Lol, der hat Focus Sash. Tailwind. Uff. Stimmt. Das Ding hat Natural Cure. Deswegen hat es die Para geheilt. Jetzt stallst du deinen eigenen Tailwind aus. Bruder, was ist mit dir? Oh, Hurricane. I came in like a hurricane. Don't verwirr me, please. Dragon Pals. Okay, jetzt haben wir endlich eine Drachenattacke. Nee. Kein Inferno. Pedal Dance. Ja, nee. Gigadrain ist zu wertvoll. Der will Flamethrower lernen. Okay. Ja, komm. In der Sonne kann man das mal machen. Healing Wish. Okay, was kommt jetzt? Er hat Tailwind und den Regen. Murkrow. Ja, okay, Foul Play macht guten Schaden, ne? Aber... So, der Tailwind und der Regen sind weg. Ich gehe raus zu Gaming Fish oder Tempo. Ich glaube, ich gehe zu Tempo. Gaming Fish wird sich, glaube ich, vor der nächsten Arena noch entwickeln. Boah, Akrobatik, Digga. Tschüss. Hallöchen, Exo Razor. Oh, let's go. Brutal. Okay, der will fliegen lernen. Nee, scheiß auf Fliegen. Scheiß mal drauf. Kann ich? Ich kann noch nicht surfen, ne? Ich kann nicht surfen. Kann das noch nicht tun. La da da da. Ah, aber da hat's noch Items. Jolly Minzen? Oh my goodness. Palim, palim.
Wie kommt es, dass du heute auf YouTube streamst? Ich wollte, dass die Leute, die das hier weiter sehen können. Ne? Ich wollte, dass die Leute sich diesen Stream anschauen können. Diese Challenge, die abseits von der normalen Pokémon Challenge gerade läuft bei uns. Great Balls und X-Speeds. Jolly. Warte mal, Jolly war froh, ne? Das bedeutet, das ist das perfekte Ding für Rayquaza. Wobei, nee, warte mal, stimmt gar nicht. Rayquaza hat Luftschnitt. Ha. Okay, behalten wir mal die Jolly Mints. So, und jetzt will ich wissen, Pokémon Lab, ja. Lol, was ist das? Okay, da liegen Bälle, darf ich einen haben? Hey Zephyr, I managed to catch some of the Pokémon that had fainted. Oh. I wanted to give you all of them back, but I got told that would make the adventure too easy. Whatever that means. Aber warte mal, ich habe gar kein Pokémon, was gefeindet ist. Bei uns ist noch nie ein Pokémon gestorben in all der Zeit. Und jetzt gibt er uns einfach nochmal Starter, oder was? Aber warum zwei Pflanzenmons? Ich meine, okay, dann nehmen wir halt Tangela. Wie nenne ich Tangela? Ja? Ach, ich muss ein Pokémon releasen. Nee. Ja, dann scheiß drauf. Was bist du denn für einer? Battle Prep, okay. Why, you're looking to add a bit of randomness to your life? I tell you what, for a 1000 Poké Dollar, I'll trade you one Pokémon, or I'll trade all of your Pokémon for free. Boah, Leute. Ey, ich hab gar keinen Bock, ein Pokémon zu tauschen. Was sollen wir wegtauschen? Ich meine, maximal Luni, right? Weil Luni hat halt in diesem Spiel keine Entwicklung mehr, obwohl es ist modest. Und ich habe halt ultra Bock auf die Toxic Spikes, Leech Seed und all so ein Kram. Wobei Lunis Werte gar nicht so bad sind im Vergleich jetzt zu Wishcash zum Beispiel, ne? Hey, Lunis Werte sind gar nicht trash. Oder? Schnurpi-Stats im, ich meine, der hat halt auch eine Kack-Attacke, einen Kack-Move-Pool, eine Kack-Fähigkeit, meine ich. Sollen wir Schlurpi tauschen? Wollen wir Schlurpi tauschen? Ein Bodenwassermann. Eine Elektroimmunität. Ich glaube, ich tausche Schlurpi, Leute. Für ein Taui. Bye bye, Schlurpi. Enjoy. Oh Gott, Mr. Random Man. Tja, was haben wir nun im Team, Freunde? Shroomish? I mean,
Ja. Das Ding hat halt Spore. Es ist nicht bad, Leute. Wenn der jetzt eine Feuerarena hat, ne? Scheiße, Digga. Selbst schuld. Ach, Erik, sag nicht. Nicht wahr. Karpilz ist halt mega sick, ne? Mit Spore? War das Shroomish ist 55 Level hoch. Beziehungsweise 55, aber hat nichts Neues gelernt. Thunderbrawl, grüß dich. Ah, jetzt lernt er Mark Punch. Die hat halt immer noch ein Free Heal, ne? Aber es sind halt nur ein paar KP. So, aber Jolly... Breloom muss auf jeden Fall Jolly sein. Und ehrlich gesagt... Jolly minus Ding... Ja, warte mal, Soda Pop. Kriegen wir 150 KP geheilt? Ja, easy. Ja, wir haben sogar noch ein Ding. Jetzt wird es aber schwieriger, ne? Der letzte war schon definitiv schwieriger. Wer ist der Leiter? Oh nein, es ist ein Eistrainer. Scheiße. Wobei, warte mal, war das nicht... War das Walter? Der war Elektro, oder nicht? Weil es regnet. Oh mein Gott, der hat ein Donner-Team. Electric Surge? Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Und das Bodenmon ist weg. Perfekt, Digga. Das Bodenmon ist ausgetauscht worden. Poggers. So toxic, yeah. I don't give a fuck about your toxic, bro. So, Flamethrower. Mal sehen, ob wir den tanken mit Electric Surge. Puh. Die Oriberry macht so 5 KP. Da hätte ich overheaten sollen. Ja, weil das überlebt er nämlich. Natürlich geht er jetzt auf Shadow Ball. Hat, kann er auf Hitzekoller gehen, ne?
Hier Sparks, Sparky, Electrode. Der ist nicht schneller. Ja, stärker meine ich als hier Dingens. Der ist nicht schneller. Stärker als Blitzer. Wir gehen auf die Spikes. Entspannt. Sehr entspannt. Ja, das war so klar. Well, da ist das erste Pokémon kaputt. Scheiße. Ja, das, diese Explosion hätte ich, wenn, mit Tempo tanken können, ne? Entspannt, Kappa. Oh nein, okay. Ja, der hat halt Feuermoves, ne? Damn it. Ja, der hat halt Overheat. Oh Mann. Überleben wir das? Nein. Scheiße. Ja, wir hätten zu Gaming. Ah, oh Mann, ey. Ja gut, ich muss wirklich kompetitiver denken jetzt. Die haben scheinbar jetzt die ganzen Scheißsachen, ne? Okay, Moment. Kann man Pokémon... Wir haben keine Revives, ne? Wir haben nur Repels. Okay, also das bedeutet, tote Pokémon sind tot, ne? Na gut, dann muss ich aufpassen. Power Ice. Ja, wenn Plusel Ruckzuckhieb hat, dann das hat nur überlebt wegen Reflect, ne? Imagine, wir hätten Wälzer. Scheiße, Digga. Okay. Zen Butthead. Bam. Poison Flinch. Oh, Static. Shoot. Yes! Goddammit. Ja, zum Glück kommen wir jetzt. Waren wir gerade beim Kollegen, der Pokémon wiederbeleben kann, wo noch nie eins gestorben ist. Und jetzt sind zwei gestorben direkt. Beziehungsweise waren mal zwei oder drei? Zwei, ne? Fast drei. Jetzt haben wir Taucher. Scheiße.
Okay. Gameshow, Freunde. Ihr wisst, ich bin ein Gambler. Okay, links oder rechts, Leute? Links oder rechts? Ey, wenn er jetzt unsere Rayquaza wieder wegnimmt. Der hat ja zuerst uns 5000 geschenkt und dann 20.000 genommen. Links, 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 links. Links, rechts, links. Okay. Libeldra wurde halt auch weggetauscht, ne? Ein Pokémon, was richtig gut gewesen wäre gegen die Arena. Warte, was ist stronger geworden? Was ist passiert? Okay, jetzt mal rechts. Ultimate got a bit stronger. Was bedeutet das? All of your Pokémon got weaker. Oh no. EVs? Okay, wir kriegen 5k. Okay, basically Ultimate ist gleich. Alle anderen wurden schwächer und wir haben aber 5000 bekommen. Okay. Deine IVs verändert. Ah. So, TM-Shop. Focus Punch, Calm Mind, Roar, Giga Drain, Thunder, Reflect, Shockwave, Flamethrower, Sludge Bomb. Thief, Skills, Swap und Fassade. Können wir gar nicht brauchen. Leider. Scheiße. Okay, das ist der Name Raider. Na gut. Dieses Mal hatten wir keine einzige Route, ne? Lol, wir hatten keine einzige Route. Ja, und jetzt haben wir nur 3 Pokémon für den Arenaleiter, oder was? Dragon Dance. Ja, okay. Fly. Nee. Nee, Mann. Cosmic Power. Vielleicht, ja. Cosmic Power ist ganz gut für das Ding. Sprech die Statue an. For a cost and can prevent a glimpse on the future. 6000. Nee, never. Das ist halt super kacke, ne?
Okay, ist es eine Kampftrainerin oder was ist das? Oh, es ist Flavia. Ja. Das Ding ist, ich habe extra nicht mit dem Feuervieh geleadet, weil ich gar keinen Bock hatte, dass ich einer Feuertrainerin dann den Dingens aufsetze. Ich gehe zweimal auf Dragon Dance. Und dann gehen wir durch mit Seidenschall Extreme Speed. Hoffentlich burnt er uns nicht. Es wird resistiert. Don't fucking burn me. Wenn er mich nicht burnt, ist das Ding hier geschenkt. Okay, er geht für Morning Sun. Okay, plus 2 Extreme Speed, Seidenschal. Oh, warte mal, wir haben noch 5. Dein Boden Wassermon weggetaucht. Ja, Leute. Jetzt chillt euer Leben, Chat. Oh, er hat 5 Pokémon. Torkoal. Dann Extreme Speeden wir. Boots. Das hat jetzt wieder nicht gereicht. Dragonbrüse. Ja, Libeldra wäre auch gottlos krass gewesen, ne? Typhlosion. Ja, entspannt. Kurtler hat 140 Def, ja, ja, das ist klar. Entspannt, Freunde. Mit unserem Rayquaza gehen wir hier easy durch. Oh. Du kleine Snitch. Jetzt haben wir keine AP mehr. Das hat er natürlich überlebt. Heat Wave, kein Burn. Danke. Das ist sehr nett. Okay. Und die Fliegen-TM. Bist du krank? Ja, ich bin ein bisschen erkältet. What the fuck ist das da oben? Vielen Dank, Shootastic, für die 8 Monate. Danke, danke, danke schön. Gute Besserung zu wünschen. Vielen, vielen Dank. Da unten haben wir einen komischen Kauz und da oben ist was ganz Weirdes. Nicht oben gehen. Ich bin schon kinda tempted. Ganz aus Neugier nimm die 1. Oben ist lustig. 1 oben. Ich will halt jetzt den Run nicht verkacken, ne? Aber... Okay, komm, wir gehen hoch. Ey, wenn der mir meinen Rayquaza stiehlt, ne? Oh! Eine Eishöhle. Hoggers. Da können wir Rayquaza richtig wegnehmen. Oh nein, Eisrätsel.
Leute, ihr wisst doch, das ist meine größte Schwäche. Neugier ist der Katze tot. Glücklicherweise bin ich keine Katze, Shoto. Hallöchen, Darth Revan. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Da ist ein Team Magma-Mitglied. Einfach hier in dieser Dingens. Let's battle! Oh, sehr gut. Das ist die Unlicht-Pokémon. Mich Sucker Punched. Okay. Das lief auf 68. Oh, das. Und ein Sneebel. Ja, schön, dass der halt nur Schwächen dann wieder hat, ne? Unlicht-Pokémon, aber halt nur Schwächen. Gibt's hier keine Pokémon? Oh, das war's schon. Bock. It's a dark deal. Enter this encounter. Oh nein. One choice. Oh no, guys. Was machen wir hier? Verkaufen wir unsere Seele? Mitte, rechts, links. Mitte, rechts, links. Die Bälle an, da steht was bei. Choose Wild Charm. Choose Endure Charm. Choose Priority Charm. Was ist ein Wild Charm oder ein Priority Charm? Charm. Priority Charm könnte hier Flinkklaue sein. Endure Charm könnte Fokusgurt sein. Und Wild Charm, keine Ahnung. The prize this time shall be ein Crit Curse.
Opponent Pokémon have an increased crit rate. Oh no! Hä? Das ist ja richtig räudig. Die Gegner kritten mich öfter. Oh boy. Ja, ich brauche neue Mons, by the way, auch, ne? Ohohoho. Oh boy. So, Cradilly, den nehmen wir direkt mit, den Boy. Komm. Einmal sein Headbutt wird der überleben. Nochmal. Yes, Flitch. Achso, warte mal. Endure Charm haben wir auch. Friendly Pokémon have a 20% chance to endure OKOs. Oh, okay. Interessant. Lol, das macht alles so random, ne? Lol, wir haben Beast Balls? What the fuck? Cradily, mach mal jetzt lange, ich brauch dich. Swallow. Der Dude schluckt den ganzen Tag. Let's go. So. Normaler Zuschauer jetzt wieder, ne? Wer will Cradilly sein für den Run? So, der Meritsch. Die Fantasienamen nehmen. Wir wechseln mal ab. Muss ich hier? Oh, guck mal. Perfekt. Eigentlich noch ein Trainer gebraucht, ne? Aber... So, auf 75 müssen wir. Doom Desire. Ah, das war das, ne? Kiesmet-Wunsch. Heißt die Attacke auf Deutsch. Ist richtig geil. Also hat eine richtig geile Animation immer gehabt und so. Hyper Voice. So, jetzt ist die Frage, was hat Meritsch für eine Fähigkeit? Okay, er hat Suction Cup.
Suction Cup ist nicht so gut, aber ist okay. Add Energy Ball, add Stockpile, Spit Up and Swallow. A hold item that heals from super effective moves. Was? It will hurt the attacker a bit. The Jaboka berry. What the fuck? That heals from super effective moves. Ich hab keine Ahnung, was die Enigma-Beere macht. Aber ich rüste einfach mal aus. Oh, Liza. Was hatte die noch gleich? Psycho? Oder Fee? Oder was hat die noch? Eigentlich Psycho, aber... Hm. Oh, okay. Ich drücke mal auf die Cosmic Power. Okay, wir sehen Headbutton. Vielleicht verfehlt er, vielleicht... I don't know, man. Oh mein Gott! Good the fuck off! Chimeko. Ich sehe nicht, was Chimeko mir macht. Trick Room. Hat zurückgezogen. Soul Rock. Okay. Tempo ist wieder fast voll. Ja, jetzt wird halt ein Flammenwurf. Irgendein Flammenwurf oder so kommen, ne? Aber er kann auch Steinattacken. Er hat Rock Slide nur? Lol. Digga, ich wäre fast auf meine Drachen rausgewechselt. Es wird resistiert. Warum? Why? Schade, dass der Wish nicht durchkam. Okay, Chimeko kommt wieder rein. Du, Digga, ehrlich gesagt,
ich wische all day. What? Macht gar keinen Sinn. Ja, gegen Slowbro machst du nicht viel, ne? Flamethrower könnte kommen. Oder Scald, der mich verbrennt. Ah, das war wieder der Crit, ne? Ja, plus 3 durchgekrittet, Digga. Soll ich euch sagen. So, kriegen wir den Flinch? Das macht gar nichts. Trotz Psychofeld wegen der Verbrennung halt, ne? Okay, wie viel macht der Stahlscheißdreck? Das ist halt immerhin speziell. Ja, irgendwie nicht genug. Okay, er hat Slack off. Digga, es ist schon zum Kotzen. Dieses Crit-Kack-Ding fistet uns jetzt mit unseren defensiven Strategien. Okay. Kalerik. Das Gold wird abgeschwächt. Und jetzt gehen wir zu Ultimate. Weil Ultimate, wenn der verbrannt wird, ist es egal, weil der geht eh auf die speziellen Attacken. Right. Er kritte mich schon wieder, ey. In der Sonne. Und er burnt mich direkt. Crown in der ersten Runde wieder, ey. Zum fucking Kotzen. Digga, also du hättest jetzt auch mal flinchen können. Einfach mal flinchen können. Ja, God of War safe. God of War safe Dingens Attacken. Vier Attacken. Mhm. Ja, der Kampf könnte es gewesen sein, Leute. Und dann crittet er uns noch. Geil. Und dann kommt noch der Future Sight. Amazing! Der Crit ist richtig geil. Ja, wenn Jirachi outspeedet, Poggers, wenn nicht... Oh, wir outspeeden. Okay, wir nehmen Gardevoir mit. Nur wissen, wie wir das Ding stallen. Wir könnten stockpilen. Ja, wir könnten dreimal stockpilen mit Meritsch. Wenn er mich crittet, geht er halt durch, ne? Okay, Spätz Attack Drop, das ist wack, aber...
So, Doom Desire trifft. Das ist definitiv ein totes Gardevoir. Ein 140 Stab, sehr effektiver. Okay. Verstehe ich gerade nicht, wie das jetzt funktioniert haben soll, aber na gut. Nehmen wir hin. Crunch ist neutral. Und physisch. Gut, Slowking hat keine Death. Er kann halt Eisstrahl haben, ne? Aber wenn er Eisstrahl hat, ist eh GG. Okay, er geht auf Future Side. Kies mit Wunsch rechnet beim Impact mit dem Spätz-Attack vom aktiven Mon. Ah, deswegen. Okay. Ja, mit Willi waren wir auf minus 1. Das macht Sinn, ja. Ja gut, Chimeko ist alleine und macht gar nichts mehr. Hat scheinbar die Colbur Berry. Damit er auf jeden Fall noch seinen Scheißtrick rausbekommt, ne? Geht auf Trick Room. Critted die Future Side, ey. Oh boy. Oh boy. The waterfall. Okay, wie viele Orden haben wir jetzt? 7. Ist es jetzt der 8. Orden? Scheiße, scheinbar, ne? Wir haben kaum noch Mons. Damn. Ja, nee, wir brauchen neue Mons, Leute. Brauchen neue Mons, yeah. Oh. Oh boy. Come here, boy. Come here. Das mit dem Crit-Charm ist halt übel Mist, aber hat der Chlorophyll, dass der so schnell ist? Oder? Nee. Wobei, nee, er dürfte kein Chlorophyll haben, sonst würde er uns auf plus 2 immer noch ausbieten, ne? Bin mir nicht sicher. Egal, wir haben gar nichts, ne? Ist Bisaflor schwer? Let's go! So, jetzt haben wir wieder ein Kanalmitglied. Welches Kanalmitglied will Bisaflor sein? Hallöchen Mike, grüß dich! Shoto? Oder Yoshi? Komm, wir nehmen Yoshi, weil das Ding grün ist. Und ein Dino, keiner.
Hä, die ist doch gerade in die andere Richtung gegangen. What the hell? Okay, Blaziken, das ist sehr schlecht jetzt. Scheiße. Okay, der hat nur Slash. Lohnt es sich, Shiny Katapultra zu handeln? Boah, das hat ja gar nichts gemacht. Katapultra ist cool. Dementsprechend würde ich das schon sagen, ja. So, kommt der Gaming-Fischer-Bedroher und wir resistieren. Aber wenn er crittet, macht es halt nichts, ne? Katapultra ist halt schon cool. So, Growlithe. Gibt es Mega-Pokémon? Ich denke nicht. Aber ich weiß es nicht. Oh, wir könnten noch einen Gengar kriegen. Oh no. Oh no. Bitte überleben, Lavapoo. Und da ist unser Starter gestorben, wegen einem random Destiny Bond. Dachte, vielleicht überlebt er eine Plume. Du dreckiger Sack, ey. Ja, dich gönne ich mir. Hex. Natürlich geht er jetzt auf Hex. Müllbälle. Oh, warte mal. Fastball. Fastball wäre definitiv the play. Soda Pop. Full Restore, bla bli blu bla. Ja, genau, Digga. Gönn jetzt Alpollo. Gerade im Chat gefragt wegen Katapultra und jetzt ist ein Shiny Groldra gespawnt. Nice.
I mean, Ninjask ist literally fast as fuck, boy. Also wenn der im Fastball nicht drin bleibt, dann weiß ich auch nicht. Let's go. So, fast as fuckboy. Fuckboy, fastboy. Okay, er hat Speed Boost, er hat Baton Pass und er hat Sword Stance. Oh mein Gott! Yikes. Oh no. Okay. Ja, aber das gewinnen wir gegen Flygon. Sorry, Bro. Du stehst leider im Schatten von Knackrack und Brutalander, dem brutalsten aller Drachen. Tankt aber leider nichts. Ja, das ist halt das Problem, ne? Bist du ein Feen... Nee, du bist kein Feenmon. Die Mega-Entwicklung ist ein Feenmon. Du bist ganz sicher kein Feenmon. Auch gerade hier. Oh Mann, nein, nein, töte es nicht bitte. Wie viel KP hast du? Oh, du bist so ein Hurensohn, Alter. Warum hat das Ding jetzt wieder Final Gambit? Genau jetzt, wo Gaming Fish Low KP ist. Ey, das kann man einfach nicht. Oh. Jo, also in dem Wald sind mehr Dinge gestorben, als wir bekommen haben, ne? Ey, als ob das Scheißding wieder Final Gambit hat und dann mehr als 200 KP, ey. Ist wieder so trash. Ja, jetzt gibt das Scheißding her. Okay, Tentacruel nehme ich auch. Weil wir haben Dive Balls. Ja, ne? Explosion, Destiny Bond. Ey, es ist alles am Start, ey. Es ist einfach zum Kotzen. Ey, jetzt bleib drin, du Dreckiger! Dreckiger Typ, ey. So, Fantasienamen Iris. Huntei. Er huntet Eier. Ja, ich hätte jetzt gerne Gengar, Bro. Ich hätte jetzt richtig gerne einen Alpollo. Schniebel. Das Problem mit Schniebel ist, dass er alles in meinem Team umbringt. Außer Huntei. Außer Huntei. So, Fastball. Du bist halt das schnellste unentwickelte Pokémon in Gen 3. Let's go. Okay, welcher nicht
Kanalmitglied möchte ein Sneeble sein. Warte mal, Gen 4 Sneebuna. Scheiße, das Ding entwickelt sich wieder nicht. Niemand? Okay, dann gebe ich dem Ding Fantasie. Außer der Chat ist so krass hinterher. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, dann nenne ich's nach Julia. Bam. Aus dem Chat. So, Bruder, gib mir jetzt einfach das fucking Alpollo. Gut. Gott sei Dank sind das alles richtig schnelle Mons. Scheiße. Scheiße, der ist ausgeworfen. Oh, das ist nicht gut. Ja gut, ich meine, ne? Let's go! Okay, Gengar, ein Kanalmitglied. Und ich nehme Master Player. Weil der Boy heute geisteskrank supportet hat. Und er ist ein Kanalmitglied. Ein neues. So. Alright, jetzt haben wir ein paar echt stabile Mons. Aber wir müssen wirklich aufpassen, was wir jetzt vor dem Arena-Leiter machen, ne? Vereinsmeisterschaft im Tennis-Viertelfinale gewonnen. Ey, let's go, Digga. So, hier geht's raus. Einen Platz hast du noch. Ja, sieht voll aus. Das Team sieht jetzt voll aus. Hey, was mach ich nur? Ja, ich gehe einfach längs, ne? So, hier war Mr. Brack mit seinem Schiff. Mr. Brack. Kriegt einen Brack. Deep Sea Scales. Okay, da unten ist noch eine Beere, aber die skippen wir jetzt einfach an der Stelle. Hasty Mints. Bam. Okay. So, Madame, würdest du mich bitte heilen? Schnell hast du gelevelt. Ah, Level geht hier immer, die ganze Zeit. So. Okay, wir können... Leute, was meint ihr? Tauschen wir wieder Mon weg? Tauschen wir wieder irgendwas weg? Das Ding ist halt, Julia wird sich nicht entwickeln. Levitate, Inner Focus, Clear Body. Julia wird sich halt nicht entwickeln, right? Sneeble, okay, lass Sneeble tauschen.
gerade mal richtig nervös, nicht, dass ich das ganze Team wegtausche. Enjoy! Okay, was ist jetzt anstelle von Sneeble in unserem Team? Let's go! Ich würde sagen, der erste Run, den haben wir in der Tasche, meine Freunde. Oh my goodness. Er kann nicht eine Feuerattacke. Ja. Jetzt haben wir viel Cash, ne? Wir haben extra viel gespart. Ja! Special Move Tutor. Geh mir hoch und lern ihm was Cooles schön. Lalalala. Three Hidden. Ich verstehe gar nicht, was der hier ihm lernen will. Level Move Tutor. Okay, den wollen wir haben. Weil ich will. Oh, mit Leuter Feuer. Brave Bird, da haben wir Sacred Fire, Freunde. Und dann wollen wir noch Brave Bird. Yeah. Dann haben wir Ultimate. Dem können wir nichts mehr beibringen, actually. Yoshi. Leech Seed, Sleep Powder. Ich meine theoretisch Leech Seed. Ja, der hat halt mega miese Moves, ne? Damn, Bro. Und der Kollege sollte vielleicht... Oh Gott, Doppelteam? Oh mein Gott, Bro. Wir könnten ihm Doppelteam geben. Oh ja. Full Krebs. Ich geb ihm, was ihm schmeckt, yeah. Okay, das Ding ist, er hat halt schon Surfer, Hydropumpe. Dann haben wir den Master Player, der kriegt Shadow Ball. Tschüss. I'm Egg Move Tutor. Ah, und der Move Deleter. Okay, und dann haben wir hier noch die Typen. Okay, ey, jetzt wird's ja richtig wild, Alter. Mystic Water. Da. Black Belt. Fighting Type Moves. Twisted Spoon. Choice Specs. Electric Seed. Leftovers, oh mein Gott. Black Sludge. Wir haben Pisa Floor. Rocky Helmet, Air Balloon. Assault Vest. Ui. Okay, Moment, wir haben immer noch eine Beere. Und zwar die Jolly Beere. Skylis für Hoho. So, ach, warte mal. Das andere Ding ist ja auch ein Poison-Mon.
So, der Black Sludge. Das geben wir Yoshi. Die Assault Vest. Die geben wir maybe Ho-Oh. Digga, die haben ja... Ich habe 3 Poison Mons im Team. Ob das bei Gengar so viel bringen wird, werden wir sehen. Jolly wäre bei dem auch ganz gut, ne? Wobei, einen großen Unterschied wird es nicht machen. Okay, nee, der hat eigentlich einen guten. Wem geben wir die Lefties? Ultimate? Probably, ne? Wegen Dragon Dance. Okay. Im TM-Shop. Okay, now we are talking. Erdbeben, Thunder. Leider haben wir kein... Warte mal, hat jetzt... Hat das Bisaflor Chlorophyll? Weil wenn ja, ist es noch trauriger. Nee, Overgrow, okay. Ja, der hat halt... Ja, nee, der braucht unbedingt eine bessere Attacke, Alter. Der braucht unbedingt was Geileres, der Kollege. Ja, nee, Bisaflor's Move Pool ist ultra garbage. Ist das der einzige TM-Shop? Scheiße. Ja, Matschbombe wäre halt amazing, ne? Kacke. Na gut, it is what it is. Dann genügen wir uns, tun wir uns mit Leech Seed. Abgeben. Wie mache ich jetzt eigentlich Gengar? Das ist ja eine Tauschentwicklung. Tausch gibt's ja hier nicht. Entwickelt er sich von allein? Wäre auf jeden Fall geil. So viel sage ich.
Na gut. Dann ist es, wie es ist. Let's go. Letzter Leiter. Was bist du für einer? Brawly. Du hörst dich nach einem Kampftrainer an. Oh, du bist es. Hitmonchan. Ah, du hast halt die Donnerschläge und so ein Scheißdreck, ne? Du, das ist die Strategie, die ich mit dem hab. Uiuiuiuiuiui. Gehe ich für den Baton Pass? Oder gehe ich auf den Swords Dance? Nee, komm, wir Baton Passen einfach jetzt. Wir Baton Passen jetzt einfach. Ultimate nimmt es gut, außer er kriegt die Para 10%, wenn er uns trifft. Das war halt... okay. Okay, ey, der hat uns auf jeden Fall gekillt, ne, mit dem Live-Orb sowieso. Gut, dann gehe ich nochmal auf den Dragon Dance. Damit wir alles outspeeden und doch plus 2 sind. Oh mein Gott, wie kann man so unlucky sein? Aber ey, es ist der letzte Kampf. Wir haben noch nie ein Item verwendet in diesem ganzen Run. Ja, komm. Drain Punch. What? Ich find's halt cute, dass er uns immer trifft, ne? So. It is what it is. Full Restore. Bam. Gute Nacht, mein Freund. Baton Pass ist Staffette, ja. Genau, richtig. Ja, Doppelteam plus 2, plus 3. Sehe ich nicht, wie der das gewinnt. Gegen Leftover Rayquaza. Get the fuck out of here. Oh, er hat einen Sash. Hat er Spore? Nein, Rock Tomb. Ha! Mist! Extreme Speed. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Was kommt nach Photonic Sun? Lasst euch überraschen, Leute. Es wird das krasseste, geilste Projekt, was ihr je gesehen habt. Mehr sage ich nicht. So, Käferkampf. Ja, noch mehr Vierfachschwächen gegen Flug, ne? Bring it. Bring sie alle, Bruder. So, jetzt kommt Blaziken und at this point können wir auf plus 2 einfach outragen. Damit tun wir nicht mehr den Miss. Jinxen auf Luftschnitt. Und schneller sind wir allemal. Von daher, richtig entspannt gehen wir auf 6-0 durch. Ja, okay, Digga, dann... Ne? Ey, Master Player, dankeschön für die erneute Gift-Sub. Hier für die verschenkte Mitgliedschaft auf dem Kanal. Vielen, vielen Dank. Well fought, Trainer. Ey, das ist perfekt aufgegangen.
Gott sei Dank haben wir den Doppelteam rausbekommen und dann hat er verfehlt, der Trudel. So, jetzt haben wir wie viel? Jetzt haben wir alle 8 Arenaleiterorden. Aber was jetzt? Weil jetzt haben wir ja alle Orden, right? Gym Master. Ah, retire. Ich verstehe. So, wir saven mal. Ah ja. Okay. Sehr nice. Very good. Meine Freunde. Das war's aber für heute. Es ist nämlich 10:30 und wir haben 3 Stunden Pokémon Emerald Rogue durchgezogen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Wir sehen uns morgen auf Twitch zur Pokémon Team Rocket Challenge, wo wir random Gegnern ihre Pokémon stehlen und damit die Arenaleiter bekämpfen. Seid dabei, verpasst es nicht und checkt auf jeden Fall regelmäßig den Kanal, denn bald kommt das große Video zu der Schwarz No XP Challenge. Das wird richtig fett werden und morgen kommt ein ganz besonderes Video hier auf dem Kanal. Leute, jeden Tag Content auf Sephiron, auf Gameboy und jetzt auch ein-, zweimal wöchentlich auf Sephi, meinem Talk-Kanal. Schön, dass ihr dabei wart. Liked den Stream, wenn es geht. Ich würde euer Herz küssen und vielen, vielen, vielen Dank für jede einzelne Mitgliedschaft, für euren Support. Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns morgen auf Twitch. Bis dann, macht's gut und schlaft schön. Peace.